Der Computer hat deinen Namen ausgespuckt. Du bist einer der drei fähigsten Leute, die diese Mission durchführen können. Keiner kennt das Zielgebiet besser als du. Der Risikofaktor ist sehr hoch. Das ist Sparta! Ahoi und willkommen zurück zu einer neuen Episode TikTok. Mit Rute und Peitsche wurde der Junge gezüchtigt. Er lernte keinen Schmerz zu zeigen, keine Gnade. Hierfür will ich Schmerzensgeld haben. Wir sehen die schöne, in Anführungszeichen, Jessica Feierly, die wir ja schon mal kennen, aus einem Zusammenhang, ich glaube aus einem anderen TikTok-Teil. Und jetzt habe ich sie mir mal genauer angeschaut. Wunderbar. Und da spritzt es jetzt richtig raus aus den Gurken. Das Gurkenkarussell dreht sich ganz astrein. Ist gar nicht so einfach hinzukriegen. Wir haben es vorher mit kleineren Gurken ausprobiert und so. Ist gar nicht so einfach. Was soll man noch sagen? Den Ausschnitt kennen wir schon. Wir ahnen Hypergamie und so weiter. It's raining man, baby. Alles klar. Volle Auswahl. In die Vollen, wie wir es kennen. Am Ende 1,8% gematcht, 3,2% ausgesucht. Die gebratenen Hühner fliegen einem ins Maul. So wie wir es gewohnt sind. So, für die, die nicht Englisch können. Du weißt, du bist verliebt in deinen Freund, wenn du anfängst, Schutz zu benutzen mit anderen Männern. Herz-Emoji. Also, sie lacht sich herzlich darüber kaputt. Das heißt, wir können ahnen, dass es sich hier um eine Ansammlung von Geschlechtskrankheiten handelt. Das ist gut. Nein, widerlich. Aber gut, wen wundert es heutzutage noch? Jetzt hattest du parallel zum Steffen noch eine Beziehung, richtig? Hm. Mit wem? Mit dem Mike. Nee, ist noch ein anderer. Dem Marcel. Nee, noch ein anderer. Mit Heiko? Es geht da um eine Braut, eine richtig heiße Braut. Die macht es morgens, mittags, abends, einen nach dem anderen. Schwanz auf Schwanz auf Schwanz auf Schwanz auf Schwanz auf Schwanz. Wie viele Schwänze sind das? Na, reichlich. Ja, wem es noch nicht genug war zum Charakterprofil, ja klar. Dann mit Heiko und mit Sven und hast du nicht gesehen, hier und da, Gurkenkarussell-Action. Wir wissen Bescheid, die Charakterstudie nimmt langsam Gestalt an. Wir sehen, ja, Klamotten immer neu, Essen bestellen, obwohl der Kühlschrank voll ist, Drogeriesachen auf Vorrat, jeden Tag Cappuccino to go, ist klar, das Konto wird geplündert, bis es nicht mehr geht. Einen zweiten Ausschnitt wollte ich noch ranhängen, aber da hat YouTube was dagegen, weil da irgendein Song im Hintergrund spielt, da drückt sie ihre letzte Kosmetiktube aus und sagt, ich find's immer so geil, wenn das Zeug alle ist, aber dann kann ich nämlich wieder Neues bestellen. Also, wir wissen, Abenteurerin, wer Practical Female Psychology kennt, wird wissen, es handelt sich hier um eine Dopaminsüchtige. Kokainum. Um eine Aufmerksamkeitsdirne. Deswegen macht sie auch den Job hier, stellt sich immer gewinnbringend in Szene, verjubelt die Kohle natürlich auch gleich, die sie von verschiedenen Dating-Plattformen mittlerweile bekommt, sobald ich ihren Account gesehen habe. Und jetzt kommt der Hammer. Sie guckt Jordan Peterson. Er sagt, Frauen suchen sich mehr aus, die 4 Jahre älter sind im Schnitt, die Erfolg aufweisen, also er erklärt praktisch Hypergamie. Zu der Sendung hier mit Rob Henderson sei gesagt, die habe ich gesehen, die hat Rolo Tomas, die sich volltrefflich auseinandergenommen. Aber wir schauen es erstmal zu Ende an. Well, it's being handsome and personable and all of that. The reason for that is that they're looking to equalize the economic disparity that exists because women take a harder hit from sex and pregnancy than men. Er redet von einer Ungleichheit, die ausgeglichen werden muss. Na gut, Schwimmer sind billig, Eier sind teuer und daher Hypergamie ist nicht ganz falsch, aber problematisch formuliert, finde ich. Als ob es hier so eine Art Gender Pay Gap gäbe, heutzutage noch. Also so stellt das gerade so dar. Man muss bei Jordan Peterson wissen, er ist sehr alte Schule, sehr Blue Pill, hat seinen Highschool-Sweetheart geheiratet, seine Frau, die ihn noch hingehalten hat, hat eine Tochter, die eine Dirne ist, umherläuft als Single-Mutter und Andrew Tate unter anderem flachgelegt hat. Ja, also Beta-Mindset, manche nennen ihn den
besten Schläfer, den der Feminismus auf der Männerseite je hatte. Du treuloses, schwachsinniges, verräterisches Schwein. They're looking for someone who's competent and generous. Competence would be intelligence, general cognitive ability, and the markers that go along with that. They want conscientiousness or openness, as well as other desirable personality traits. So they're looking for someone who can provide. Well, it's not... Und da weiß Jordan Peterson leider nicht, aufgrund seiner kognitiven Verzerrung, weil er die Welt halt nicht wahrhaben will oder weil er, wie gesagt, ein Schläfer ist, dass es auch die Alpha-F-Seite der Hypergamie gibt. Für ihn gibt es sozusagen nur die Beta-B-Seite. Er sagt jetzt, ja, muss ein guter Mann sein. Er sagt ja auch immer, Männer müssen was tun. Ja, ihr müsst schaffen. Für die Frau, die dann vom Gurkenkarussell fällt und die Ehe in 90% kündigt, wenn es Akademikerkreise sind. Ja, gut. Was soll man dazu halt sagen? Aber sie zieht sich halt daraus. Because they're greedy, precisely. It's because they're going to put themselves in a more vulnerable position if they have a child. And we know this because even affluent women who have a child by themselves or who get divorced tend to drop down the socioeconomic hierarchy a fair bit, which is of course why alimony payments and all of that. Ja, sozusagen der Ausgleich, der Alimony Gap, ja, die armen Frauen, die Single-Mütter werden ja wieder in einer Unterverantwortlichkeit, als ob sie nicht die ganzen Männer verlassen würden. Es ist wirklich lächerlich, das Ganze. Ja, wie er weiter die Unterverantwortlichkeit der Frau stützt. Jordan Peterson geht in dem Bericht so weit, dass er sagt, dunkle Triade Männer würden Frauen auf Rinder auflauern geradezu und sie dazu zwingen, mit ihnen zu matchen und sich mit ihnen zu treffen. Also der ist so weltfremd, der Kollege. Wahrscheinlich nach seinem Medikamentenentzug ist da irgendwie was völlig schief gelaufen. Er will auf jeden Fall nicht wahrhaben, wie die Welt wirklich aussieht. Aber sie freut das natürlich. Interessant dabei finde ich, dass sie weiß, was Hypergamie ist. Ihr ist völlig klar, dass 80% der Männer auf dem Datingmarkt entbehrlich sind. Ja, wissen wir. Ich bin entbehrlich. Entbehrlich? Was bedeutet das, entbehrlich? Es ist so, als wenn man von jemandem zu einer Party eingeladen wird und dann nicht hingeht. Das spielt einfach keine Rolle. Das wird ihr nicht entgangen sein. Ja, sie zieht sich halt die schönen Seiten raus und sagt, hier, Mann, geh mal in die Überverantwortlichkeit. Sei mal der Beste, der du sein kannst für mich, damit ich dann holde Maid durchgenudelt vom Karussell noch den besten Mann kriege, den besten Deal, den ich kriegen kann. Ja, natürlich, das zieht sie sich raus. Aber sie ist sich sehr bewusst, es wird danach noch deutlicher. Necessary. So, this hypergamy means women are much more selective in their mating than men are. And it's not surprising, because they pay a bigger price for sex. It's more dangerous for women, because they can get pregnant and it might be more dangerous emotionally. Es ist vielleicht emotional gefährlicher. Wobei Männer doch viel schwieriger über Trennungen hinwegkommen und viel mehr darunter leiden und viel häufiger verlassen und geschieden werden. Absolute Schuldumkehr, auch von Peterson schon, muss man sich wirklich fragen, auf welchem Planeten der Mann lebt. Du warst mal jemand, dem ich vertrauen konnte. Aber gut, er ist ja auch mehr ein Priester als ein Psychologe oder ein guter Sozialpsychologe. Er versucht halt einen narzisstischen Personenkult zu erzeugen, wird ihm auch schon unterstellt. Aber gut, genug zu Peterson. Und ihr dachtet, das ist schon krass, die Alte weiß, was Hypergamie ist? Das ist hier alles nur Vorspiel. Menschen sind allgemein nicht für die Monogamie gemacht, weder biologisch noch von der Natur aus noch evolutionstechnisch gesehen. Monogamie ist wie so vieles im Leben eine Entscheidung. Ein Kompromiss zwischen den Paarungsstrategien, das hat sie gut erkannt. Ja, und Frauen langweilt Monogamie meistens mehr als Männer. Das liegt aber nicht daran, dass sie Sex einfach nur haben können, weil... Ach so, ihr ist auch klar, dass Frauenmonogamie wesentlich mehr nervt, ja, und unterfordert. Aber es liegt natürlich nicht daran, dass sie Abwechslung wollen, nachdem sie Alpha-Witwen geworden sind. Nein, 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 daran liegt es nicht, natürlich nicht. Der Sex, den Frauen haben können, ist gar nicht so interessant für sie. Es geht bei Frauen vielmehr darum, dass in einer festen Beziehung irgendwann mal der Plot fehlt. Mit anderen Worten, er ist langweilig geworden. Ja, es geht nicht so sehr um SEX, da hat sie recht. Das ist klar, Frauen geht es um die Aufmerksamkeit des hochwertigsten Mannes, den sie kriegen kann. Der sozusagen ihre Ego-Funktion reguliert, ihr Dopamin reguliert, ihre Hormone reguliert und ihr immer noch mal was Neues bietet. Und das bei ihr, eine Adventuress, die ganze Zeit nur am Shoppen ist, das Gurkenkarussell kennt. Und der soll dann die eierlegende Wollmilchsau sein und alles leisten und soll immer noch mal was Neues bringen. Ja? So ist ihre Vorstellung. Völlig in der weiblichen Unterverantwortlichkeit, natürlich. Also die Handlung, die Verführung, die bereits vor dem Geschlechtsverkehr beginnt. Denn das ist für uns Frauen zum Beispiel ein sehr, sehr großer Antörner. Und deshalb verlieren Frauen in festen Beziehungen meistens viel schneller das Interesse an Sex mit ihrem Partner als Männer. Und das hat andere Gründe. Aber klar, ja, der Mann ist schuld im Zweifel, das wissen wir ja. Gehen dann vielleicht sogar fremd.
Wenn von Frauen und gehen sogar vielleicht fremd. Also das gibt sie sogar zu. Frauen gehen häufiger fremd als Männer mittlerweile. Gelegenheit macht Diebe. Beginnt das Vorspiel meistens mit dem Ende unseres letzten Orgasmus. Abgesehen davon gibt es auch einen kleinen evolutionstechnischen Hintergrund. Denn damals, als die Männer noch Jäger waren, war die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die Frau ihren Mann irgendwann mal während der Jagd verliert. An einen Säbelzahntiger oder was auch immer. Das war meistens so nach 2 Jahren der Fall, weshalb die weibliche Lust auf ihren festen Partner nach 2 Jahren so ein bisschen sinkt und sie sich eigentlich nach was Neuem sehen. Ja, Hammer. Und an dem Punkt bin ich fast in mich zusammengesackt und habe gesagt, hat die meine Videos gesehen? Woher weiß die das? Die kennt alle Spielregeln, die kennt die Evolutionspsychologie, die kennt die Hypergamie. Das muss euch alles klar sein, wenn wir jetzt die nächsten Videos sehen. Sie kennt den Säbelzahntiger. Sie weiß, dass nach 2 Jahren bereits die Kurve gravierend nach unten geht. Nach 5 Jahren ist die Kurve so weit unten, dass sie gar keinen Bock mehr hat. Und zwar aus dem Grund, dass sie die Gene streuen soll. Aber jetzt schauen wir mal, was die Meisterin im Gaslighting daraus macht. Also das muss man ja wirklich lassen. Da würde der Name Master Gaslighter Manipulatorin wirklich passen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und der Grund, warum die Scheidungsrate auch so hoch ist. Viele Männer tendieren dazu, eine Frau auszuwählen, die gerade in ihre Situation passt, die sich ganz einfach in ihr Leben einfügt, anstatt an sich selbst zu arbeiten oder daran, dass die Beziehung weiter funktioniert. Die meisten Männer haben gar keine Auswahl, sich eine Frau groß auszusuchen. Nehmen die, die gerade da ist, bei dem Markt, der kein Wunder, wenn sie überhaupt noch eine nehmen wollen. Aber das ist ja mal dann nicht gut genug. Sie müssen ja noch arbeiten, sie müssen sich ja noch verbessern. Sie müssen Emotional Labor am besten noch machen. Das ist so dieser klassische, euphemistische Gaslighter-Begriff der Frauen. Er hat nicht genug emotional investiert, er hat sich nicht schnell genug betaisieren lassen. Und daran ist die Beziehung gescheitert. Und überhaupt, warum wird er der Krone der Schöpfung nicht gerecht und steigt man der Hypergam-Pyramide auf? Dieser Lump, wie kann er es wagen, so eine Göttin nicht zufriedenzustellen? Ja, okay. Oh! It's in my face. He's recording it. Außerdem tendieren viele Männer dazu, eine Frau, die wirklich zu ihnen passt, irgendwann mal gehen zu lassen an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben. Alles Projektion, was sie bisher sagt. Ja, genauso machen es Frauen. Weil sie sagen, ach, ich will noch leben, da sind noch so viele andere Frauen. Ja, genau. Wer reicht denn mehr die Scheidung ein? Wer möchte dann nochmal leben? Wer kriegt dann nochmal die Partyjahrphase? Und da draußen so viele Fische im See, die ich alle ausprobieren kann. Ja, ja, sie. Also du musst immer das Ding nur umdrehen. Immer davor setzen, ja, ich. Aber das ist ja das Wesen vom Projizieren, vom Gaslighten in dem Fall. Und am besten beides miteinander kombinieren. Vergessen aber, dass es in diesem kompletten See vielleicht eine Handvoll Fische gibt, die dann wirklich zu ihnen passen, mit denen man ein gemeinsames Leben aufbauen könnte. Und dann irgendwann kommt natürlich auch der Mann an einen Punkt, wo er merkt, oh, jetzt ist es aber langsam Zeit. Ich will eine Familie gründen, ich will mich an dich festleben. Wieder Projektion, die Eieruhr läuft bei dir, nicht beim Mann. Der kann das auch noch bis 60, 70 machen, bis 90. Gar kein Problem. Ich will ankommen, ich will zusammenziehen, was auch immer. Tick-Tack, Tick-Tack. Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, ja. Sie projiziert am laufenden Band. Herrlich. Bei Männern läuft die Zeit nämlich auch. Und nun sind sie bereit dafür. Und nun können sie aber nicht jahrelang warten, um auf die Richtige zu treffen. Und nehmen wahrscheinlich die Erstbeste, die bei denen in der Nähe ist. Und da liegt sie falsch. Der Beta muss eh die Erstbeste nehmen, die er kriegen kann. Er hat die Auswahl nicht. Er freut sich, wenn er eine hat. Die will er dann halten. Verfällt dann meistens in die Stufen der Betaisierung. Will es Mutti recht machen. Und wird erst recht weggeschmissen, wie wir mittlerweile wissen. Und der hochwertige Mann, den sie ja eigentlich will, die anderen sind ja für sie unsichtbar, wie wir wissen, ja, den versucht sie jetzt zu beschämen, das ist eigentlich das Wesentliche hinter ihrer Taktik, damit er sich dann mit ihr abgibt, ja, darum geht es eigentlich hier, ihre Paarungsstrategie und die der Frauen zu optimieren. Ich meine, das ist okay, sie kommt von der anderen Seite, man muss es ihr gönnen, aber es ist trotzdem interessant zu beobachten, wie geschickt und eklig sie das so macht. Frauen sind mit diesem kleinen Loch zwischen den Beinen geboren, in das jeder Mann auf der Welt gerne etwas reinstecken möchte. Und sie sind schwächer als Männer. Also entwickeln sie Strategien. Sie benutzen ihren Verstand und ihr Geschlecht und sie lernen es intuitiv zu demütigen. Sie sind plötzlich bereit, sich zu binden und eine Familie zu gründen und all das. Und dann merken sie aber in 2, 3 Jahren, diese Frau passt ja doch nicht zu mir. Na, erst nach 2, 3 Jahren, wie war das gerade? Wer merkt nach 2, 3 Jahren, dass es da irgendwie nicht mehr so recht passt? Die nächste Projektion. Die macht das am laufenden Band, das ist herrlich. Wäre ich mal doch mit Emily aus dem Studium zusammengeblieben. Genau das werden viele Frauen denken, ja. Männer eher weniger, glaube ich. Immer wieder wird die Dynamik am Datingmarkt nicht durchleuchtet. Und haben aus der Not eine Frau gewählt, die eigentlich gar nicht zu ihnen passt. Ich beobachte das immer wieder. Und vielleicht sollte man sich mal wirklich Gedanken machen, ob es diese gelebte Zeit auch wirklich wert ist. Und ob man nicht einfach hätte bei etwas bleiben sollen, von dem man wusste, dass es gut ist.
Damit meint sie sich selbst natürlich, damit projiziert sie ihr narzisstisches Ego. Eigentlich redet sie gerade mit Chad und Chad, der sie hat verlassen, so wie im klassischen RP-Klischee eigentlich. Und will ihm jetzt einreden, ein schlechtes Gewissen, hättest du mal mich genommen? Ja, Chad guckt sich nicht zweimal um nach dir. Der hat noch 10, 20, 100 andere Alternativen. Das ist immer wieder, was sie nicht kapieren. Wenn man hochselektiert über seiner Preisrange shoppt, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man enttäuscht wird, Madame. Aber die Gier einen dazu getrieben hat, es noch besser, noch schöner, noch krasser haben zu wollen. Die Gier, ihre eigene hypergame Gier. Super, also das ist unglaublich. Das ist, also es wird noch besser. Es war noch lange nicht alles. Die Familien, die dadurch zerbrechen, die Herzen, die dadurch kaputt gehen, die Hoffnung, die dadurch sterben, hinterlassen einfach nur einen Riesenscherbenhaufen. Das erzählt sie. Das erzählt sie. Wo Frauen 80% der Scheidungen einreichen, 90% in Akademikerkreisen. Wo Frauen hauptverantwortlich sind für das Scheitern von Beziehungen. Lächerlich. Die weibliche Unterverantwortlichkeit per excellence, ja. Und wenn sie scheitern, ich habe keine Schuld. Ich übernehme keine Verantwortung. Kommt mir bekannt vor. Will das ganze Single-Muttertum, was ich sehr kritisiere, komplett externalisieren, als ob der Mann es war. Klar, natürlich. Die Männer haben die Familien zerstört. Ach so, aha. Nicht der Feminismus, nicht die Frau. Ach so, mhm. Nicht nur Voll-Divorce. Nicht die Möglichkeit, unendlich viel Dopamin und Aufmerksamkeit zu kriegen über Dating-Apps. Nein, 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 natürlich. Komisch. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Mann, der wohlhabend war, sich darüber beschwert hätte, dass seiner Frau etwas Gutes tut oder sie einlädt oder ihr was Schönes kauft. Ich lese immer wieder in Kommentaren unter Videos von Frauen und auch unter meinen Videos, wo es um Ansprüche, Lifestyle oder wer zahlt beim ersten Date geht, wo sich die Männer beschweren und die Frauen beleidigen. Oh, habt ihr Angst um euer fiktives Geld oder was? Es sind immer die Männer, die pleite sind und sich, by the way, damit entlarven, die sich beschweren. Und die sagen, warum sagst du denn, ein Mann wäre weniger wert, wenn er weniger verdient? Das habe ich nie gesagt. Das haben diese Frauen nie gesagt. Niemand sagt, dass ihr weniger wert seid. Seid ihr aber, weil Hypergamie ist real. Ja, aber es geht natürlich nicht. Das Politbüro kommt jetzt ins Spiel. Das können wir natürlich nicht offen zugeben, dass wir von Status und Geld angezogen sind und geil werden und doppelt so viel Orgasmen kriegen, wenn der Mann mehr verdient, was ja alles studienmäßig wunderbar nachweisbar ist. Nein, das muss jetzt Tugendhaftigkeit signalisierend vom Politbüro weggedrückt werden. Das ist etwas, was anscheinend ihr über euch selbst... Genau, ja. Small D Energy, ja, schön, Schuldumkehr, wieder Gaslighting. Sie ist eine wahre Meisterin darin. Sie macht das praktisch durchgehend als Dauerschleife. Wobei ich bei ihrer Intelligenz und ihren Vorkenntnissen doch glaube, dass das gar nicht so instinktiv ist, sondern sehr absichtlich bei ihr. Deswegen finde ich das schon echt kolossal, was sie sich hier leistet. Ich hole sie mir, ich mache sie kalt. Aber verwunderlich ist es nicht. Man hat es natürlich schon 100 Mal gesehen. Die übliche weibliche Taktik. Beschämungstaktik, Schamexternalisierung, Dopamingenerierung und Beschämungstaktik in einem. Das ist super. Denkt, alles, was diese Frauen sagen, ist, dass das ihr Männergeschmack ist und dass sie Männer bevorzugen, die einen guten Job haben, die Kohle haben, was auch immer. Und das ist ihr gutes Recht. Und es hat auch bestimmt einen guten Grund, warum die Frauen solche Männer bevorzugen. Ja, klar. Klar, um die Kohle abzugreifen. Ja, die erste Ehe, da habe ich gerade einen interessanten Bericht gesehen, wird jetzt für die Kohle geschlossen und die zweite Ehe erst für die Liebe in den USA. Bei Tim Pool war da eine interessante Psychologin, weibliche Psychologin, die das offen zugegeben hat, dass in Amerika mittlerweile so gemacht wird. Ja, und genau darum geht's. Sie wollen abgreifen. Ja, sie wollen in der Gleichberechtigung, wo sie ja alle so empowered sind und so gut verdienen und tolle Jobs haben, die ihnen wichtiger sind als Familie, wollen sie dann nochmal noch einen drüber abgreifen, weil sie den Hals nicht vollkriegen. Darum geht's. Ist klar. Und wenn es um die Alpha-F-Seite geht, der Hypergamie, naja, da ist Tinder ja jederzeit verfügbar. Da kannst du dir einfach den Top 1-2% Mann nach Hause holen und gut ist. Also warum habt ihr den Drang, sie zu bekehren? Ist es die Trauer, weil ihr mit so einer Art von Frau nie zusammenkommt? Und wieder Beschämungstaktik. Ist es die Trauer, weil ihr nie so eine Frau kriegen werdet? Weil, ne, Selbstaufwertung und den anderen noch abgewertet, genial. Also hier sieht man immer wieder die Waffen der Frau, wie sie auf ihrer Kampfarena der sozialen Ebene versucht, ihre Waffen einzusetzen, der Ninja. Sie kämpfen mit Giftpfeilen, Wurfsternen und Schwertern. Sie fliegen wie Vögel durch Baumkronen, laufen übers Wasser und sie können sich sogar unsichtbar machen. Ninja. Sind sie Kämpfer mit übernatürlichen Fähigkeiten? Ehrlich. Aber ihr wollt doch gar nicht mit so einer Frau zusammen sein.
Nehmt euch in Acht vor Männern, die kein Selbstbewusstsein haben, aber über Nacht zum Star geworden sind. Weil sie irgendwie einen Weg gefunden haben, um bei den Frauen zu landen. Sei es durch Geld, durch Anerkennung, durch Interessant, ja. Nehmt euch bei denen in Acht. Klar, das sind die Schwindler. Komischerweise haben sie genau das erreicht, was Frauen wollen. Das will sie wieder nicht wahrhaben oder gern unterverantwortlich wieder wegdrücken. Geld, Anerkennung, Fame. Fame ist der höchste Anziehungsindikator. Fame oder sonst was. Abraham Lincoln hat schon gesagt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Willst du den Charakter eines Mannes erkennen, so gib ihm die Möglichkeit, alle Frauen dieser Welt haben zu können. Ja, die Spitze der Pyramide ist grausam, will sie damit sagen. Ja, wenn er sie erreicht hat, dann kann er alles haben. Ja, und kann seine Paarungsstrategie optimieren. Das widert sie natürlich an. Einerseits, weil die weibliche Paarungsstrategie ja eher selektiv ist. Andererseits, weil sie ihn beschämen will, weil sie wirklich glaubt, Ultra-Chat beschämen zu können, dass er sie nimmt. Darum geht's eigentlich. Mir sind noch nie Männer über den Weg gelaufen, die auf perfidere, frauenfeindlichere, peinlichere, hinterhältigere Art und Weise drauf waren als diese Männer. Da tun sich Abgründe auf, da wird wie ein Junkie anspruchslos. Ja, es ist anspruchslos, ja. Sie hat ja Anspruch, ne? Die Hypergamie ist anspruchsvoll. Und wenn er in die Breite geht und einen Traction Floor von 60% hat, ja gut. Und überall reinkommt, weil er einen Schlüssel hat, der jedes Schloss öffnet. Das ist immer noch besser als ein Schloss, das durch jeden Schlüssel öffnbar ist. Das wollen wir ja leider nicht wahrhaben. Dann optimiert er seine Paarungsstrategie. Und im Female Mate Choice Copying macht er sich dadurch noch viel interessanter. Auch für sie. Aber das muss natürlich beschämt werden. Ultra Chat muss bei mir bleiben. Einfach versucht, überall reinzustecken. Sorry, ist so. Da wird alles angegraben, was einen Puls hat. Gnade euch Gott, dieser Mann ist in der Midlife-Crisis. Ja, und dann kommt wieder die berühmte Midlife-Crisis. Er optimiert seine Paarungsstrategie und dann ist es Midlife-Crisis. Natürlich, kann ja nur das sein. Das war das Schwachsinnigste, was ich je gesehen habe. Und weiß, okay, sind vielleicht noch 10 Jahre, in denen ich performen kann. Und wieder Projektion. 10 Jahre, in denen ich noch performen kann, ja. Bis deine Eier zu Staub zerfallen sind, wolltest du sagen. Dann haltet euch fern. Haltet euch fern. Es wird nie um euch gehen. Es wird immer nur darum gehen, sein ausgehungertes Ego zu füttern. Sehr interessanter Satz. Aber genau an dieses Ego willst du dein jämmerlicheres, narzisstisches Ego noch dranhängen, weil darum geht es letztendlich. Ja, seine Ego-Projektion. Oh, Ultra-Chat mit seiner riesigen Ego-Projektion. Er hat einen großen Penis. Brie. Doch, hat er. Sich da noch dranhängen und sich daran laben und dann soll er auch noch den Dancing Monkey spielen, sich emotional öffnen und alles machen und Pretty Woman mit ihr spielen und sie die Hure sozusagen zur Heiligen werden lassen. Ist klar, ist klar. Und in einem Frauengehirn ist das alles möglich. Bloß in der Realität leider nicht. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Heute war ein super Tag. Ich wurde gefragt, ob ich krank sei, denn ich sehe so müde aus. Ich sehe so fertig aus. Aber nein, ich bin einfach nur ungeschminkt. Ungeschminkt? Guck mal bitte genau hin. Die ist nicht ungeschminkt. Ich höre das immer wieder, dass Männer sagen, oh, ich liebe Frauen, die ungeschminkt sind und natürlich. Aber ganz ehrlich, Fakt ist, sie können einen Ellenbogen nicht vom Knie unterscheiden. Diese ganzen Frauen mit diesem Natural Make-up, die nicht geschminkt sind, die sitzen 3 Stunden oder länger in der Maske und lassen sich professionell jede Schicht ist ein Gedicht herrichten über Stunden. Ja, wie sehen wir das Gaslighten? Perfekt. Ja, sie macht das wirklich saugut. Ne? Wir müssen immer dahinter schauen. Was sagt sie eigentlich? Ja, sie muss sich saumäßig schminken, weil die Wall immer näher kommt. Zu der kommen wir später noch. Ja, und sie ist jetzt keine Hübsche. Sie ist vielleicht eine 5 von 10 oder sowas. Höchstens. Ja, vielleicht eine 6 ist Anschauungssache. Und sie muss sich richtig rausputzen. Selbst mit der Schminke, die keine ist, die sie ja gerade anhat. Und ist sozusagen eifersüchtig auf die anderen Frauen und will die beschämen, die vielleicht wirklich ohne Schminke hübsch sind, ja, die sich vielleicht nicht verbraucht haben und wie sie vom Gurkenkarussell gefallen sind und 50 Prosecco im Monat trinken und nicht auf ihre Gesundheit Acht geben. Ja, ist scheiße. Aber ja, im weiblichen Gehirn ist das alles möglich. Wenn ich die runter mache, dann steige ich auf im sozialen Ranking. Ihr erkennt den Unterschied, um ehrlich zu sein, wenig. Und beschämt nebenbei noch die Männer, dass sie den Unterschied nicht erkennen. Ja, auch wieder Gaslighting. Guck mich an, ich bin hübsch. Ich steht dahinter. Mein Ego? Dein Ego. Wie meinst du das, mein Ego? Du hast ein Wahnsinns-Ego. Sieh dir mal dein Ego an. Oh bitte, dein Ego ist so groß wie ein Dinosaurier. Riesig. Nichts dem Zufall überlassen. Diese Frauen sind nicht unkomplizierter. Die brauchen nicht kürzer im Bart. Oh.
Wenn wir uns dann mal trauen und rausgehen, ganz natürlich, ohne Make-up, dann kriegen wir erstmal direkt eins mit der Pfanne übergebraten, verbal, und werden gefragt, ob mit uns denn alles okay ist. Ja, da sieht man mal, wie unsicher und wie zerbrechlich ihr narzisstisches Ego ist. Ja? Wenn sie auf die Straße geht und nicht 50 Typen sie angucken, dann geht gleich die Welt unter bei ihr. Da kommt garantiert keiner an und fragt, ob es ihr schlecht geht. Das ist ihr reines, inneres, negatives Selbstwertgefühl nach außen projiziert. Traurig, Mädchen, traurig. Wenn du dich genügend selbst bemitleidet hast, die Tür ist davon. Mhm. Und das macht mich dann wirklich krank. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, psychisch krank, ja. Rettet euch selbst vor der Hölle. Könnte eine Frau nicht einfach nur sagen, ich will nur Spaß mit dir? Ja, wenn ich das sage, dann rennt sie. Aber ich glaube, das kommt noch im Clip danach. Wozu diesen ganzen Tanz aufhören? Wozu diese emotionale Manipulation? Wieder eine Projektion. Wer manipuliert denn emotional? Wer ist denn der Meistermanipulator mit 6,5 mal so viel weißer Masse im Gehirn? Wer kann denn super intuitiv manipulieren, gaslighten, instinktiv Emotionen lesen? Unglaublich. Da spricht der Frust raus, dass es einer besser kann. Ein Mann auch noch, der gar nicht die Veranlagung hat. Aber das kann er auch nur, wenn er den entsprechenden Wert hat. Da müssen wir uns natürlich klar sein. Und wozu dieses Interesse heucheln, wenn er doch eigentlich nur auf das eine aus sei? Alle Männer sind auf das eine aus. Und das weiß sie ganz genau. Jede Frau weiß das ganz genau. Und jede Frau, die was anderes erzählt, tut mir leid, betrügt sich selbst. Besonders clever warst du noch nie. Da draußen gibt es übrigens Frauen, die sind auch nur auf das eine aus. Die wollen nur Spaß mit euch. Ja, ja, sicher gibt's die. Im Artemis. Aber Frauen wie ich? Ja, aber ich bin nicht so eine. Es ist zu geil. Ja? Die Rückprojektion des Madonna-Dirn-Komplexes zurück auf den Zuschauer sozusagen, ja, Tugendhaftigkeit signalisierend, ich bin noch nicht so eine, und grinst dabei verschmitzt, als ob sie nicht schon längst viel zu oft vom Gurkenkarussell gefallen wäre. Die Gurke ist unendlich entwässernd. Ne? Also morgens sich als erstes so eine Gurke durch einen Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar. Ne? Zitrone, ne? Ist hervorragend. Ne? Oh, sorry, warte mal. Wir verlieben uns sofort, dann fangen wir an zu weinen wie ein Baby und dann werden wir zu eurem Problem. Sie spricht von sich, okay. Lasst uns doch einmal in Ruhe. Also im Endeffekt steht dahinter, sie lässt sich immer beim ersten Date wegkeilern und verliebt sich dann sofort in Chad, der dann sich verpisst. Das ist das Motiv, was sich durchzieht durch den ganzen Bericht. Auch im Groben, im Ganzen, glaube ich, das Motiv, was sich durchzieht. Dass Frauen einfach nicht begreifen wollen, dass wenn sie über ihrer Preisrange shoppen, dass der Typ sich sagt, ja, knick, knack und ciao. Ja, und vielleicht darfst du um 2 Uhr nachts nochmal ankommen und Dienste leisten und kannst dich dann verpissen. This is the way. This is the way. This is the way. So sieht's aus. Ja, das ist die totale Entwertung, die totale Selbstobjektisierung der Frau heutzutage. Ja, genau wie der Nice Guy sich selbst objektisiert, indem er ihr dann gratis Aufmerksamkeit gibt und dafür nichts bekommt. Prostituiert sie sich praktisch durch dieses Verhalten, also Millionen Frauen durch Online-Dating. Gut, so ist es halt. Aber da sollte man nicht so jammern wie sie. Aber sie muss ja für ihre weiblichen Zuschauer die Unterverantwortlichkeit zelebrieren, die Männer schuldig machen, sich selbst reinwaschen, nebenbei noch ein gutes Gefühl im Bauch machen. So ist das halt. Ich bin so fassungslos und so... Ja, und jetzt kommt ein Mann, ach ja, zum Vorigen, ne, und sagt, ja, wenn ich das mache, also sage, ich will hier Bunga Bunga, dann macht das keine Frau mit, logisch, oder? Sie ist fassungslos, sie ist entrüstet. Du Sau, und wie kannst du sowas sagen? Was fällt dir ein? Du Schuft. So schockiert von diesen ganzen Kommentaren. Das ist so unfassbar übergriffig. Das ist übergriffig, wenn... Übergriffig, wenn er sagt, du hast keine Ahnung, wie schwer es für einen Mann ist, an die Bulette zu kommen. Keine Ahnung hast du, gar keine. Der muss Status schaffen, Muskeln schaffen, der muss erstmal überhaupt ein Standing haben, er muss Game lernen, er muss viele, viele Körbe kassieren, ein starkes Ego bekommen, starkes Selbstbewusstsein. Ja? Und sie muss sich einfach nur, naja, schminken vielleicht noch, und das war's. Ja. Und unglaublich, immer wieder, unglaublich. Und sie weiß es, wie schwierig Frauen sind und wie selektiv. Also, Lügen haben rote Haare.
Die Frauen machen da nicht mit, weil sie das nicht wollen. Sie wollen nichts Lockeres. Sie wollen nicht nur mit dem Mann in der Kiste. Die wollen was Ernstes. Sie wollen was aufbauen. Vorhin hat sie noch gemeint, es gibt viele Frauen, die das wollen, nur sie nicht. Was stimmt in dieser Szene nicht? So ziemlich alles. Okay. Mit einer Person. Sie wollen Zuneigung und Liebe und all das. Eine richtige Beziehung. Das ja, die dann 2 Jahre geht, bis sie ihn ausgelutscht hat, bis der Dancing Monkey sich bezahlt gemacht hat, bis das Kind da ist und sie dann ihrer Wege gehen kann. Ja, also gib, 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 gib. Das ist nur ein Geschäft. Ist klar. Das ist eine Grenze, die da überschritten wird. Eine Grenze, die die Frau setzt und die der Mann, wohlwissend, der sie anlügt, überschreitet. Und jetzt wird es ja immer schärfer. Sie entscheidet darüber, ob es Bunga gibt oder nicht. Sie ist die Selektorin. Sie ist die Torwächterin zur Evolution. Sie ist in der Verantwortung. Aber nein, das kann nicht sein. Weil der Mann hat Pickup benutzt. Der hat mich manipuliert. Das ist nicht passiert. Das ist einfach so passiert. Das kann nicht sein. Das wollte ich nicht. Das war ein Unfall. Interessant. Diese Frauen wollen das einfach nicht. Und sie da so reinzulegen, auf so eine miese Art und Weise, halte ich für ziemlich schwach, erstens. Klar, reinzulegen, ja, als ob sie nicht völlig in Kontrolle wäre und völlig Herr ihrer Sinne ist und jeder Manipulation eigentlich im Ansatz schon merken würde. Ja, im Endeffekt ist es einfach nur der hochwertige Mann, der dann sagt, ciao. Aber den sie halt nicht sein lassen kann, wegen dem Shiny Object Syndrom. Es ist immer wieder das gleiche Motiv, gerade bei ihr, aber auch bei ihren Zuschauerinnen. Gott muss lieben, verrückter Menschen. Warum? Er macht so viele davon. Und zweitens, um es euch mal so ein bisschen anschaulicher zu machen, wenn ihr ein Auto kauft und denkt, okay, das und das ist die Ausstattung, das und das fährt da so und so ist der Zustand und ihr, nachdem ihr bezahlt habt, merkt, dass es alles eine riesen Mogelpackung ist und ihr das Auto nicht mehr zurückgeben könnt, wie fühlt ihr euch dann? Ja, so fühle ich mich als Beta Anfang 30, der dich dann als Chads Roadkill von der Straße wegkratzt, mit einem Tachostand von 300 Kilometern, vielleicht noch 3 Anhänger dran und dann den Neupreis bezahlen soll. Ja, da fühle ich mich ziemlich bescheuert, wenn ich das machen würde. Du hast doch einen Schwanz, oder? Ja. Okay, dein Schwanz liegt auf einer geraden Linie, richtig? Links davon und rechts davon hast du 2 Taschen, richtig? In den beiden Taschen ist Geld. Schau in einer der beiden nach, bezahl die Rechnung. Und deswegen wachen immer mehr Männer auf und tun es nicht. Zum Glück. Machen Männer nach einer Trennung eigentlich sowas wie eine Heilungsphase durch? Ja, Männer haben massive Trennungsschmerzen, kommen wesentlich schlechter über Trennungen hinweg. Frauen können Trennungen wesentlich besser überwinden. Das hat auch mit der evolutionären Geschichte zu tun, mit der Warbright-Dynamik. Wrong! Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. That is good! Damit, dass der andere Stamm eben kam und gesagt hat, du kommst jetzt mit, also musste sie schnell und opportunistisch lieben und entscheiden. Wenn er nicht mehr zur Jagd konnte oder wie beschrieben der Säbelzahntiger in ihrem vorigen Beispiel sie gefressen hat, musste sie halt eiskalt sagen, ja, da ist der Nächste. Deswegen, Mädchen, mach dir mal keine Sorgen, Männer brauchen eine massive Heilungsphase und da holen sich unter Umständen ein ganzes Leben nicht davon. Ich habe noch nie einen Mann getroffen, der nach einer Trennung oder nach einer Scheidung gesagt hätte, ich nehme jetzt mal ein ganzes halbes Jahr nur für mich, fokussiere mich nur auf mich, schlafe mit keiner anderen Frau, gehe ins Fitnessstudio, reflektiere mal, was passiert ist. Es gibt den einen oder anderen, der es tut. Ich würde jedem dazu raten, ruhig mal ein bisschen umtriebig zu werden, damit man nicht das Gefühl hat, man ist wertlos, wenn man verlassen wurde vor allen Dingen. Würde ich sagen, ist das schon ein guter Weg. Bloß Frauen sind die, die zu 50% den Dick in der Box schon parat haben, die den Monkey Branch so gerne machen. Und findet sie wieder. Die Neugier siegt. Es dauert nicht lange, bis Dora sich zeigt. Ja, ist doch klar. Und wieder unter Verantwortlichkeit der Frau nach draußen projiziert. Und gerade bei ihr bin ich skeptisch. Ich glaube, sie weiß ziemlich genau Bescheid, was da draußen wirklich los ist und wie die Wahrheit aussieht. Und lügt und lügt und lügt und lügt. Die schauspielerische Leistung war echt armselig. Was ich besser machen könnte. Ich kenne das nur so, dass man sich sofort ins Nachtleben stürzt und mit einer Frau nach der anderen schläft. Ja, projiziert sie von sich. Ich kenne das nur so. Ich, ja. Solipsismus, da ist es. So macht sie es nach einer Trennung, ist klar. Dass man Party macht, saufen geht, rauchen geht, mit den Kumpels. Und die nächste Freundin, die dann kommt, die muss es dann ausbaden. Ja, emotional damage, sage ich nur, ja.
Emotional Damage. Der nächste Typ, der sie vom Karussell pflückt, der muss es ausbaden. Das kenne ich sehr gut aus eigener Erfahrung. Ist Wahnsinn, wie sie alles von sich projiziert und eigentlich dadurch alles preisgibt. Das ist das Wahnsinnige daran. Sie hat keine Ahnung, wie die Herausforderung des durchschnittlichen Leben eines Mannes aussieht oder die Dating-Realität eines Mannes aussieht. Sie hat keine Ahnung, aber sie projiziert sehr genau ihre ganze Erfahrung und macht sich dadurch eigentlich nackig. Danke dafür. Die ganze Zeit mit der Ex verglichen. Die hat die ganze Zeit der Ex im Rücken und schlägt sich anstrengenderweise mit einem emotional unerreichbaren Mann um. Und jetzt frage ich mich, woran liegt das? Ist das, dass wir Frauen eine Heilungsphase brauchen, weil wir uns in der Beziehung ein bisschen mehr aufgeben als ein Mann? Ja, weil wir uns so viel aufgeben, weil wir so viel investieren beim Nehmen. Ach ja. Sie fragt sich das ernsthaft. Und wieder, der emotional unerreichbare Mann, der immer interessanter ist, komischerweise, als der emotional erreichbare. Immer wieder das gleiche Muster. Es ist ja wirklich schon nicht mehr lustig eigentlich. Ein Mann geht einfach nach der Trennung alles weiter wie zuvor. Oder ist es, weil Männer einen schlechteren Zugang zu ihren Emotionen haben und einfach viel besser im Verdrängen sind? Ah, natürlich, klar. Kein Zugang zu den Emotionen. Also, es gibt zwei Situationen, in denen das emotionale Elefantengedächtnis, das Frauen durchaus besitzen und Männer nicht besitzen, aktiviert wird. Und zwar bei Angriff von einem Feind, also bei Kampfhandlungen und wenn deine Frau sich von dir trennt. An den zwei Stellen ist unser Achillesferse, sonst können wir Emotionen ganz gut verdrängen, aber genau an der Stelle nicht. Das ist ziemlich klar, geht aus der Forschung hervor. Aber es muss ja irgendwie die Schuld umgedreht werden. Irgendwie muss die Unterverantwortlichkeit weitergestützt werden. Irgendwie muss sie ihr kleines Ego rechtfertigen, was immer wieder eine 8 von 10 wollte als 5 von 10. Und immer wieder ausgenutzt, missbraucht und liegen gelassen wurde. Für Sergeant Yushin sind sie nichts weiter als ein Stück Fleisch. Ein Laboratoriumsexperiment. I don't know. In der Natur kommt das Spermium zum Ei und nicht umgekehrt. Also Ladies, lasst den Mann. Und da haben wir's. Wie ich aus dem Bett gesprungen, mich angezogen, geschminkt und zwei Shots getrunken habe, um ihm zu schreiben, bin gerade zur Tür rein, als er um 2 Uhr fragte, zufällig noch unterwegs heute? Ja, wenn Ultrachat fragt, dann geht alles auf einmal. Dann geht alles. Die Dating-Erfahrung des Top-10% Mann oder Top-5% Mann ist so brutal. Da kommt nichts ran. Sie selber schaffen eine Spitze der Pyramide, die völlig in der Dekadenz lebt, die sie dann aber versuchen zu kritisieren, zu gaslighten, darüber zu jammern, aber selber ermächtigen sie sie durch ihre Partnerwahl immer wieder. So witzig, dass das bei ihr auch vorkommt. Es ist so klar. I remember when I lost my mind. Niemand redet eigentlich wirklich darüber, wie einsam das Leben ab 25 wird, wenn man Single ist und alle Freunde aus der Schule anfangen, langsam Kinder zu kriegen. 25, sagt sie. Klar, auf einmal, ja, die Wall rückt näher. Zu heiraten, mit ihrem Freund zusammenzuziehen. Und alle sind so beschäftigt mit ihrem Leben, dass sie einander gar nicht mehr fragen, wie es einem eigentlich geht. Es gibt keine Zeit mehr. Ja, wie es einem eigentlich geht. Also ich kriege keine Aufmerksamkeit mehr von meinen Freunden. Wo ist meine Aufmerksamkeit? Wo ist sie? Das Gurkenkarussell reicht nicht. Einfach mal durch den McDrive zu fahren und abzuhängen, mit dem Auto zu chillen. Und diese einsamen Spaziergänge werden immer häufiger, indem man mit einem Kaffee in der Hand auf irgendeiner Bank sitzt, alleine und andere Leute wie eine Seniorin beobachtet. Ja, ja. Dein Schicksal ahnst du schon voraus. Ja, du fängst früh an. Dank deiner Paarungsentscheidung, deiner PR, die du auch über deinen TikTok dafür machst, förderst du eigentlich den Niedergang der westlichen Gesellschaft und den Untergang des Abendlandes, du dekadente Torte. Du bist so abgrundtief hässlich. Ja, und sich natürlich fragt, was mit dem eigenen Leben schiefgelaufen ist. Was ist da schiefgelaufen? Was ist da schiefgelaufen? Familie, Kinder, ich hätte das alles haben können. Ich hätte ein ganz anderes Leben wählen können. Aber nein, das war das ominöse Patriarchat. Das war Tinder, das hat mich dazu gezwungen, Chat zu chasen. Mein Gott, diese mentale Akrobatik. Der Blick dabei, herrlich. Go shout it, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. Ja, 25 war es gerade noch. Talk dirty. 30 to me. Ja, ja. Da ist sie, die Wall. Ja. The Wall is undefeated, auch für sie. Die Figur ist auch nicht mehr das Beste.
Ja, war das jetzt eine gute Entscheidung, sein Leben auf dem Karussell zu verbringen? Naja, immerhin verdient sie gut Kohle von irgendwelchen armen Opfern, die bei ihr auf TikTok zuschauen. Und es sind nicht wenige, die ihr Gaslighting und ihre Selbstrechtfertigung, ihre Externalisierung der Gefühle und Unterverantwortlichkeit für ihr Handeln dankend annehmen. Ja, sie ist ein Beispiel dafür, wo ich immer sage, ich müsste Frauen nur das erzählen, was sie hören wollen, und ich würde ein Vermögen verdienen, anstatt hier die Wahrheit zu sagen. Warum tust du denn sowas? Vielleicht ändere ich ja noch meinen Job und gehe an Land und werde Frauencoach. Nun ja, was soll man zu ihr noch sagen? So eine macht einem einfach nur Kopfschmerzen. So eine miese Giftschlange. So eine gasleitende. Bumm. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Arschloch. Damit endet meine Arbeit hier. Oh, beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.